Ja, jetzt geht es zurück zum nächsten Vortrag. Und zwar wird uns Carmen Taralika etwas erzählen über Grass und REST. Es freut mich, dass Grass die quasi älteste Open Source Software, die wir so in unserem Portfolio haben, doch immer und wieder mit der Zeit geht und jetzt auch eine REST-API kriegt und ganz, ganz modern daherkommt. Viel Spaß beim Vortrag. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Neuigkeiten von Actinia. Was gab es Neues an Actinia in den letzten 2 Jahren? Warum 2 Jahre? Weil es letztes Jahr auf der VOSKIS keinen Actinia-Vortrag gab und auf der VOSKIS in Freiburg 2020 hatte ich eine Einführung zu Actinia gegeben und daran möchte ich jetzt anknüpfen. Zunächst einmal, wer sind wir? Wir sind eine kleine Firma in Bonn, Undialis, und gegründet 2015 fokussieren wir uns auf die Verarbeitung von Satellitendaten hauptsächlich. Das machen wir mit freier Software und am liebsten auch mit freien Daten. Ich selbst bin Carmen Tabalika und bin auch schon seit 2015 mit dabei und arbeite bei Mondialis als Entwicklerin. In diesem Vortrag möchte ich zunächst eine kleine Zusammenfassung nochmal geben, was Actinia eigentlich ist und was es kann. Und dann die neuen Features vorstellen, die in letzter Zeit entwickelt wurden und auch noch auf verwandte Projekte eingehen und was da gemacht wurde und zum Schluss nochmal auf die Verwendung von Actinia innerhalb von manchen Projekten eingehen. Zunächst einmal eine kleine Einführung. Das ist eine Art Grobzusammenfassung zu dem Vortrag, den ich vor 2 Jahren auch schon gegeben hatte. Um Actinia zu verstehen, muss man erst einmal die Konzepte von CrassGIS ein bisschen verstehen, da Actinia eine REST-API für CrassGIS ist. CrassGIS hat ein ganz bestimmtes Format. Dazu gehört, also das nennt sich CrassDB, CrassDatenbank. Und dazu gehört die Anordnung der Daten in Locations und Mapsets. Und es kann beliebig viele CrassLocations geben. Die werden hauptsächlich über den EPSG-Code definiert. Und innerhalb einer Location kann es verschiedene Mapsets geben. Das können dann zum Beispiel verschiedene Projekte sein. Und innerhalb dieser Mapsets liegen dann die eigentlichen Daten. Das können Vektordaten, Rasterdaten, Punktwolken und auch Raumzeitwürfel sein. Ein anderes Konzept von CrassGIS sind ganz viele verschiedene Module. Es gibt davon über 300 Stück und auch noch unendlich viele CrassGIS-Add-ons. Und die kann man beliebig miteinander kombinieren und so prozessieren. Wie kann man da jetzt eine REST-API drauf aufbauen? Zum einen kann man sich diese Locations, Mapsets und Rasterdaten als Ressourcen vorstellen und sie dann REST-like auch als Ressourcen ansehen. Und außerdem müsste man irgendwie die Benutzung dieser ganzen Module, mit denen man prozessieren kann, ermöglichen können. Außerdem wäre es noch gut, wenn man Nutzerverwaltung einbauen kann, sodass man steuern kann, welche Nutzer auf welche Daten zugreifen können und vielleicht auch Limitierungen, also ob manche Nutzer vielleicht nur bestimmte Gebiete berechnen dürfen und andere nicht. Und auch die Dauer der Berechnung vielleicht zu limitieren, dass nicht jeder Nutzer unendlich lange große Prozessierungen durchführen darf. Und außerdem ist es auch noch wichtig, dass man ein gewisses Locking-Konzept einbaut, dass wenn manche Ressourcen blockiert sind, dass dann andere Nutzer das nicht irgendwie bearbeiten können und dann komische Zustände entstehen. Genau, und auch noch interessant ist, wie man überhaupt mit diesen ganzen Daten und Konzepten umgeht. Und da sieht man links die CrassDatenbank und rechts ganz viele verschiedene laufende Actinia-Instanzen, wo Crass drin ist und prozessieren kann. Und das ist ja eins der Cloud-Konzepte, dass man eben nicht nur mit einer Komponente spricht, sondern dass beliebig viele skaliert werden können und parallel rechnen können und alle aber äquivalente Ergebnisse liefern können. Und deshalb gibt es nur eine CrassDatenbank mit einem Datensatz. Und zur Prozessierzeit wird ein bestimmter Teil eingemountet in die laufenden Pods und die prozessieren dann und schreiben die Ergebnisse wieder zurück. Und damit die auch miteinander verbunden sein können, steht noch eine Redis-Datenbank dahinter. Das hat dann den Vorteil, wenn ein Job startet und läuft in einem bestimmten Pod und der Nutzer anfragen möchte, wie weit ist denn gerade meine Prozessierung, dann trifft man ja nicht zufällig vielleicht den gleichen Pod, der gerade prozessiert,
sodass das Prozessier, dass der Status in der Redis-Datenbank steht und jeder andere beliebige Pod darauf zugreifen kann und dann den Nutzer informieren kann, wie gerade der Status zu der Prozessierung ist. Das Ganze ist in Docker verpackt und deshalb sehr einfach in verschiedenen Cloud-Umgebungen zu installieren. Wir haben Erfahrungen mit Docker Swarm, OpenShift, Kubernetes und haben auch schon mit Terraform und OpenStack Installationen durchgeführt. So, wie sieht das Ganze denn jetzt praktisch mal aus, wenn man mit dieser API sprechen möchte? Also man kann zum Beispiel die Ressourcen, Locations und Mapsets abfragen mit einem HTTP-GET-Befehl. Und hier sieht man beispielhaft, wie dann die Antworten aussehen. Also bei Locations bekommt man dann eine Liste mit den vorhandenen Locations und bei Mapsets bekommt man auch die Liste der Mapsets, auf die man zugreifen darf. Das Gleiche geht dann auch für Raster-Layer hier beispielhaft und natürlich auch alle anderen Layer, die verfügbar sind, sodass man eine Liste der Layer bekommt und man kann sich auch Informationen zu einzelnen Layern anzeigen lassen und diese auch rendern lassen. Dann ist noch das Herzstück von Actinia eigentlich die Prozessierung. Dabei kann man eine Prozesskette definieren. Rechts sieht man beispielhaft, wie das aussehen könnte, indem ein bestimmtes CRAS-Modul aufgerufen wird mit In- und Output-Parametern. Und in dem Beispiel hier wird flüchtig gerechnet, das heißt, die Ergebnisse werden nicht in die CRAS-Datenbank zurückgeschrieben, sondern als VioTIFF exportiert. Es gibt auch noch alternativ die persistente Prozessierung, wo die Ergebnisse wieder in die CRAS-Datenbank zurückgeschrieben werden und für weitere Prozessierung dann zur Verfügung stehen. Innerhalb dieser Prozessketten kann man beliebig viele CRAS-Module verschachteln und hintereinander reihen und auch Griff auf CRAS-GIS-Add-ons, die existieren. Außerdem gibt es noch eine Importer- und Exporter-Funktionalität, mit der man Daten einladen kann und hier in dem Fall auch wieder exportieren kann, hier im Beispiel mit GeoTIFF. Man kann aber auch direkt JIDAL-Kommandos ausführen oder auch Python-Skripte integrieren. Genau, das war eine kleine Einführung zu Actinia. Und jetzt gehen wir weiter und gucken uns an, was in letzter Zeit alles passiert ist. Als erstes großes Feature oder vielleicht sogar zwei Features möchte ich die Zwischenergebnisse vorstellen. Das erste ist nämlich, dass man Zwischenergebnisse speichern kann. Das hat den großen Vorteil, wenn man eine Prozessierung rechnet, die sehr lange braucht. Also da haben wir auch Fälle, wo das mal mehrere Tage läuft und nach 4 Tagen bricht dann plötzlich die Prozessierung mit einem Fehler ab. Dann ist es natürlich ärgerlich, wenn alles weg ist und man wieder von vorne anfangen muss. Und mit diesem Feature ist es möglich, dass die Zwischenergebnisse gespeichert werden. Das heißt, dass nach jedem Schritt in der Prozesskette einmal der Stand gesichert wird und dann, wenn es erfolgreich war, dann wird das wieder entfernt. Und wenn man dann genau diesen Job nochmal neu startet, wenn er vorher mit Fehler abgebrochen ist und man vielleicht in seiner Prozesskette irgendwie was Kleines angepasst hat, was vielleicht vorher falsch war, dann kann der Job genau dort wieder weitermachen, wo er aufgehört hat. Genau, das kann auch manuell noch gelöscht werden, sodass sich dann nicht sehr viele Daten ansammeln. Und direkt darauf aufbauen, das habe ich jetzt eigentlich schon vorweggenommen, ist die Wiederaufnahme eines Jobs. Also nicht nur die Zwischenergebnisse werden gespeichert, sondern ein Job kann dann auch wieder neu dort weitermachen, wo er vorher aufgehört hat. Dazu sind auch noch verschiedene Endpunkte implementiert, sodass man auch nicht nur den aktuellen Status des Jobs sehen kann, sondern auch nochmal gucken kann, was bei den alten Jobs eigentlich fehlgeschlagen ist und das auch nochmal vergleichen kann. Ein weiteres Feature ist ein Export von Spacetime Raster Datasets. Und eigentlich sind das zwei Features und sie beziehen sich aber einmal auf flüchtiges und einmal auf persistentes Prozessieren. Das erste ist für das flüchtige Prozessieren, wo die Rechenergebnisse exportiert werden. Und hier ist es jetzt auch möglich, also STRDS heißt Spacetime Raster Dataset und ist im Prinzip ein Raumzeitwürfel. Und den kann man jetzt auch exportieren und hat dann im Endeffekt mehrere GeoTIFF-Dateien, die man dann, also die in ein Archiv gepackt sind. Wenn da andere Formate noch unterstützt werden wollen sollten, dann
müsste man das am besten in Teras Dexport machen, einem Qaskis-Modul, weil wir das einfach verwenden, um auch zu exportieren. Und das unterstützt momentan diese Art von Datenexport. Und das andere Feature für das persistente Prozessieren ist, dass jetzt auch die Spacetime-Raster-Datasets mit zurückgeschrieben werden. Das war vorher nicht möglich. Vorher wurden nur Raster- und Vektordaten mit zurückgeschrieben, weil das mit den Spacetime-Raster-Datasets ein bisschen komplizierter ist, weil da eine spezielle SQLite-Datenbank verwendet wird, um diese Spacetime-Raster-Datasets zu koordinieren. Und die wurde jetzt so angepasst, dass die auch gemerged wird und das mit zurückgeschrieben werden kann. Ein anderes Feature ist die Überwachung der Größe, während man prozessiert und auch immer danach nochmal zu gucken. Das ist besonders spannend, wenn man irgendwie analysieren möchte, wie viel Plattenplatz man vielleicht für manche Prozesse braucht oder auch einfach um zu gucken, wie man sowas vielleicht noch optimieren könnte. Hier ist es nämlich jetzt möglich, dass man die Größe der Mapsets während der Prozessierung sieht. Und Actinia prozessiert immer in temporären Mapsets. Und die werden dann einfach analysiert. Und dann kann man die Größe vergleichen und auch zwischen verschiedenen Schritten gucken, wie die sich unterscheidet. Dann ein weiteres, kleineres Feature, was aber auch sehr nützlich ist, ist eine Verbesserung der Versionsausgabe. Wir haben einen Version-Endpunkt, den hatten wir vorher auch schon. Und jetzt steht da aber auch viel mehr drin, unter anderem auch zum Beispiel die Qaskis-Version, die sogar mit dem Datum, wann Qask gebaut wurde. Und das ist auch sehr hilfreich, wenn man halt wissen möchte, ist jetzt gerade das letzte neue Feature oder der letzte Fix, der in Qaskis angepasst wurde, auch in Actinia drin. Und dann kann man das eben jetzt hier sehr schön sehen. Außerdem sind die Versionen der ganzen Plugins aufgelistet und auch die Python-Version. So, dann gibt es noch zwei neue Features, die auch beide mitverantwortlich dafür waren, dass wir Major-Version-Updates hatten. Das eine ist ein GeoTIFF-Import, um lokale GeoTIFF-Dateien hochzuladen. Und dafür haben wir einen Endpunkt umgeschrieben, der vorher schon existiert hat, deshalb auch ein Breaking Change. Da konnte man vorher mit RMapCalc einen neuen Rasterdatensatz generieren, aber da das auch innerhalb einer Prozesskette geht, haben wir uns entschieden, den umzuschreiben, sodass man jetzt lokal GeoTIFF-Dateien hochladen kann. Und das Gleiche ist dann ein bisschen später auch für Vektordaten passiert, sodass man auch lokale Vektordaten hochladen kann jetzt. So, dann gibt es noch ziemlich viele weitere kleine Neuigkeiten, auf die ich jetzt nicht alle im Detail eingehen möchte. Also es ist recht viel noch passiert, neue Features und auch Qualitätsverbesserungen. Ein paar Sachen wollte ich aber noch herausheben. Zum einen Helmchart für Kubernetes und OpenShift. Das macht es jetzt recht einfach, Actinia auch in einem Kubernetes-Cluster zum Beispiel zu installieren. Und eine andere Neuigkeit ist, dass Actinia jetzt auch ein DOI bekommen hat und über Zenodo jetzt auch der Code zitierbar geworden ist. Eine traurige Nachricht, nein, so schlimm ist das nicht. Actinia GDI wird jetzt nicht aktiv weiterentwickelt. Das war vorher auch ein eigenständiges GitHub-Projekt und war quasi eine Verbindung zu zum Beispiel einer Postgres-Datenbank für eine erweiterte Art von Jobverwaltung. Das haben wir jetzt aber ein bisschen refaktoriert. Und Actinia GDI selbst ist in verschiedenen Plugins aufgegangen, unter anderem dem Actinia Module Plugin und dem Actinia Metadata Plugin. Es wird allerdings noch in Projekten weiterverwendet und hat da auch projektspezifische Anpassungen, sodass es auch noch existiert, aber das Actinia GDI, was auf GitHub ist, wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Und ein weiteres recht großes Feature ist die Integration mit Stack. Das ist in dem Actinia Stack Plugin passiert. Und in diesem Vortrag gehe ich aber nicht weiter darauf ein, weil es einen separaten Vortrag gibt, der sich um Stack, Actinia und auch OpenEO im Zusammenspiel kümmert. Auch auf der Foskis hier, da können Sie auch gerne nochmal reinschauen. So, jetzt haben wir einen Überblick bekommen über die neuesten Features und noch ein paar
kleinere Neuigkeiten und jetzt gucken wir uns nochmal an, was in verwandten Projekten, die auch sehr stark in Bezug zu Actinia haben, passiert ist. Zum einen gibt es da den OpenEO CraskisTreiber. Das habe ich ja gerade schon so halb mit Stack angesprochen. Der wurde weiterentwickelt. Das ist quasi ein Verbindungsstück, das Actinia auch die OpenEO API sprechen kann. Und vorher gab es dort einige vordefinierte Prozesse, die wir unterstützt haben, sodass man, wenn man die Prozesse abfragt, welche es alle gibt, dann eine bestimmte Liste zurückkam. Und das haben wir jetzt alles ein bisschen erweitert, sodass die ganzen CraskisModule, die existieren, auch eine Selbstbeschreibung haben und dann auch hier als Prozesse ausgegeben werden können. Und mit einigen davon kann man jetzt auch schon aktiv prozessieren mit der OpenEO API. Das klappt jetzt nicht mit allen so rund, weil bei der OpenEO API gibt es eben dieses Konzept von dem Space-Time Data Cube, also von einem Raumzeitwürfel. Und das passt nicht eins zu eins zu allen CraskisModulen, was das Input und Output betrifft. Deshalb funktioniert das nicht bei allen ganz rund, aber da sind wir eben noch dran, das weiterzuentwickeln. Dann gibt es das Actinia Module Plugin, das ja aus Actinia GDI raus entstanden ist. Da wurde auch weiterentwickelt. Das ist hauptsächlich dafür verantwortlich, dass Actinia sich selbst beschreiben kann, in Form von den ganzen Prozessen, die angeboten werden. Dazu gehören die ganzen CraskisModule. Und wenn man den Endpunkt Modules aufruft, dann bekommt man einfach eine Liste mit allen Modulen, die installiert sind. Und auch also dazu gehören die ganzen CraskisModule und auch die CraskisAddons, die installiert sind. Da kann man auch verschiedene Filter drauf anwenden und auch jedes einzeln anfragen. Und dann bekommt man eine Beschreibung, was das ist und auch welche Input- und Output-Parameter dort geliefert werden. Und diese Selbstbeschreibung, die ist auch angelehnt an die OpenEO API, allerdings mit einem Unterschied. Und zwar beim Output gibt es bei OpenEO immer nur genau eins. Und bei CraskisMDB kann es aber auch mehrere geben, sodass wir an der Stelle minimal abgewichen sind von der API. So, jetzt haben wir einen Überblick über die neuen Funktionalitäten und auch über verwandte Projekte. Und zum Schluss gucken wir uns noch einmal an, wie Actinia aktiv in bestimmten Projekten momentan verwendet wird. Da gibt es zum einen das FTTH-Projekt, das heißt Fiber to the Home. Und das ist ein Projekt mit der Deutschen Telekom zusammen. Und hier werden hauptsächlich kundenspezifische Prozesse entwickelt, als ein Beispiel die Otto-Foto-Klassifikation und als ein anderes Beispiel die Bereitstellung der potenziellen Trassen. Dabei werden mögliche Trassenverläufe mit ganz vielen verschiedenen Input-Parametern ausgerechnet und dafür eben ein langer Prozess entwickelt. Das haben wir so gemacht, dass wir CraskisAddons entwickelt haben, die das eben berechnen und die dann in Prozessketten hintereinander geschaltet. Hier ist Actinia im Einsatz mit verschiedenen anderen Komponenten zusammen, unter anderem FME, Steep als Jobmanager, der Actinia aufruft. Hier ist auch noch Actinia GDI im Spiel mit projektspezifischen Anpassungen und eben Actinia selbst. Hier ist es so, dass Actinia auf VMs rechnet, weil die Prozesse auch sehr rechenintensiv sind. Und über Steep wird dann der Job gestartet und fährt die VMs hoch und dort werden dann die Prozessierungen durchgeführt. Ein anderes Beispiel ist Loose. Das ist ein Technologieprojekt in Zusammenarbeit oder von der ESA unterstützt. Und da geht es um lange Earth Observation Zeitreihen. Und genau auch hier wird eine bestimmte Prozessierung entwickelt. Und hier ist das Besondere, dass auch OpenEO mit im Spiel ist. Das heißt, dass wir die Prozessketten, die in Actinia entwickelt sind, nochmal auch so formulieren, dass sie mit der OpenEO API kompatibel sind. Und über den OpenEO Web Editor wird dann eine Prozessierung gestartet. Die leitet es dann erstmal weiter an den OpenEO CraskisTreiber und der dann übersetzt es dann wiederum nach Actinia und Actinia berechnet das und das Ergebnis kommt dann wieder zurück und kann im Web-Editor angeguckt werden. Dabei spielt auch Stack eine Rolle,
Und die Input-Daten können eben auch in Stack registriert sein und für Prozessierung verwendet werden können. Und noch ein drittes Projekt, was ich vorstellen möchte, ist Hermosa. Das bedeutet Holistic Ecosystem Restoration Monitoring, Reporting, Sharing in Marketplace. Relativ langer Name. Aber im Grunde geht es dabei um Wiederaufforstung und um das Auffinden von Gebieten, wo Wiederaufforstung auch sehr viel bringen würde. Und auch hier sind wieder kundenspezifische Prozesse im Spiel, die dann auch in Form von Kaskus-Add-ons umgesetzt werden und in Prozessketten verwendet werden können. Hierbei gibt es einen Client, einen Web-Client, der dediziert Actinia-Prozesse, also Eingabemasken dafür bereitgestellt hat, die man dann über den Web-Client starten kann. Und das wurde mit ReactGeo entwickelt und im Endeffekt landen dann die fertig prozessierten Daten im Geo-Server und man kann sie dann eben darüber angucken. Genau, und das Projekt haben wir mit Terrestris zusammen gemacht. So, dann zum Schluss noch ein kleiner Ausblick. Also was wir in nächster Zeit machen, die Stack-Integration, die ist schon recht weit fortgeschritten. Und ich gehe jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt ein. Vielleicht noch die automatisierte Parallelisierung. Da, also man kann ja bereits jetzt mehrere Prozessketten übereinander starten und mit der automatisierten Prozessierung wollen wir einen klugen Mechanismus finden, wie bei großen Gebieten diese Gebiete automatisiert aufgeteilt werden und dann einzelne Teile davon parallel rechnen und das am Ende wieder zusammengesetzt werden kann. Und rechts sieht man noch einen Überblick über verwandte GitHub-Repositories, also andere Projekte, die auch alle mit Actinia zu tun haben. Dabei gibt es mittlerweile schon recht viele Actinia-Plugins, die einfach mit installiert werden können und dann quasi zusätzliche Endpunkte bereitstellen, die man verwenden kann. Genau, die Helmcharts, OpenEO Kaskus-Treiber habe ich schon erwähnt. Und außerdem gibt es auch noch ACE, Actinia Command Execution. Das kann man aus einer aktiven Kaskus-Session zum Beispiel heraus benutzen auf der Kommandozeile und dann mit einem entfernten Actinia kommunizieren. So, das war jetzt ein großer Rundumschlag, was so in den letzten Jahren passiert ist. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gibt es irgendwelche Fragen? Ja, vielen Dank, Carmen, für den interessanten Vortrag über die Neuigkeiten aus dem Actinia-Projekt. Und jetzt fragen wir uns alle, die wir ja zugeguckt haben, wie kriegt man so hübsche Folien hin? Wie macht man das? Das geht mit Hilfe von Impress.js, eine JavaScript-Library, was so ein bisschen ähnlich wie Reveal.js, das kennt vielleicht der ein oder andere. Und da kann man eben ganz speziell auch setzen, wo die Folien angeordnet sein sollen und die Zoom-Stufen. Und das ist halt, da ist man halt viel freier in der Gestaltung. Und ja, macht auch viel Spaß. Vor allem, wenn man CSS kann, das hilft dann auch. Okay, da sitzt man schon ein bisschen länger dran, als wenn man es mit PowerPoint macht oder mit LibreOffice. Ja, schon. Aber es lohnt sich auch. Gut. Nächste Frage. Die richtet sich hier mal wieder an die Cloud. Wie können wir Actinia Multicore-fähig machen, wenn man das im Cluster mit Hunderten von CPUs und so laufen lässt? Geht sowas? Ja, klar. Also dafür ist es ja auch gedacht, dass eben viele Actinia-Nodes auch parallel laufen können und parallel Aufgaben annehmen können. Momentan ist es noch so, dass eine Prozesskette von einer Node verarbeitet wird. Also müsste man dann mehrere Prozessketten losschicken, um parallel rechnen zu können. Aber wir arbeiten auch dran, dass das auch räumlich aufgeteilt wird. Also wenn halt ein Gebiet prozessiert wird, das dann geprüft wird, das muss man natürlich auch in der Prozessierung sagen, ob das geht, dass man das halt räumlich aufteilt und dann die einzelnen Gebiete parallel rechnen kann und das am Ende wieder zusammenführt. Also prinzipiell ist es möglich, ja. Okay. Nächste Frage ist, wie ist das mit Stack in STAC? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht in Actinia. Lesen, schreiben, beides. Genau, also da habe ich ja im Vortrag gesagt, da hatte ich gestern schon einen Vortrag zu, der wird ja wahrscheinlich auch also aufgezeichnet und kann man sich auch nochmal angucken für mehr Details. Genau. Also prinzipiell harvesten wir erstmal andere Stack-Kataloge, um sie dann in Prozessierungen verwenden zu können.
Und die Ergebnisse der Prozessierung können dann selbst wieder in einem Stack registriert werden, also in Actinia dann selbst. Und was wir jetzt aber noch nicht gemacht haben, ist, dass wir alle Daten, die bisher in Actinia liegen, in Kraskis, dass wir die auch über einen Stack bereitstellen. Aber das ist auch noch auf der Agenda, das irgendwann mal zu tun. Okay. Und wie sieht es aus mit OpenIO? Gibt es das bald nur noch auch als API? Nur noch OpenIO als API? Ach so, für Actinia? Vermutlich nicht. Also vermutlich werden wir uns schon noch weiter freier auch orientieren, weil OpenIO ist ja schon so ein bisschen auf diese Space-Time-Würfel gemünzt und Kras hat eben sehr viele Freiheiten, die dann vielleicht so ein bisschen beschnitten werden würden. Deshalb ist es schon auch wichtig, parallel auch das Actinia-Format, nenne ich es jetzt mal, weiter zu pflegen. Und was wir aber vielleicht auch mal machen wollen, ist Richtung GoGC-API zu gucken. Also haben wir uns auch schon mal angeguckt. Und das würde ja auch viel Sinn machen, quasi die WPS-Ablösung auch irgendwann mal zu implementieren. Das, ja, da sind wir auch offen für. Das ist jetzt nicht direkt geplant, aber macht meiner Meinung nach schon auch Sinn, das mal irgendwie irgendwann mal zu machen. Okay. Das sind die Fragen durch. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe den Vortrag jetzt gelauscht, zum ersten Mal was über Actinia überhaupt gehört und ich habe auch nur teilweise den Vortrag mitbekommen, muss ich leider zugeben. Wie bekomme ich denn jetzt Daten rein und raus aus dem Actinia? Ich habe gehört, man kann die also einfach per Post-Request, kann ich irgendwelche Vektor- oder Rasterdaten hochladen, kann ich auch einfach sagen, hier ist irgendwie eine Datenbank, hol sie mir dir mal direkt aus der Datenbank zum Beispiel oder von irgendeiner Webadresse oder sowas? Also Webadresse geht auch, ja. Sonst ist es so, dass beim Setup quasi schon ein großer Datenpool vorhanden ist, mit dem man dann rechnen kann. Also quasi irgendwelche weltweiten globalen Datensätze, die dann für Prozessierung zur Verfügung stehen. Und als Nutzer hat man eben die Option, lokale Daten hochzuladen oder auch über eine Webadresse Daten hochzuladen oder halt auch prozessieren und dann die Ergebnisse zu speichern. Okay. Gut, ja, wenn dann keine weiteren Fragen sind, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank, Carmen, nochmal.